So, wieder mal heißt es Europa Universalis 4, Art of War. Kirchenstaat, will irgendwas? Nein. Ja, wir sind zwar im Krieg, aber in einem eher harmlosen Krieg. Wen nehmen wir? Bürokrat, ne? Dafür steht am besten für innerer Friede und Kohle. Go. Genau, Krieg, den uns Polen aufgedrückt hat, unser Bündnispartner. Wir haben ihn, wir haben Sizilien, ne? Schau her, nicht ohne. Und wir haben Aragon. Und wir haben Bayern. Haben wir echt vier Bündnispartner? Sind wir so gut? Ja, wir haben 1, 2, 3, 4. Und da sind keine No-Names dabei, ne? Die haben alle was zu sagen. Und klar, Polen ist der Größte. Provence und Mailand hassen uns, quasi. So. Aber Österreich hat es eben auf dem Kieker. Die wollen Istrien. Die haben uns auf dem Kieker. Da müssen wir aufpassen. Wir haben plus 3,25, ist nicht viel, aber wir haben immerhin zwei Berater am Start. So, keine Inflation, maximale Stabilität. So, eigentlich gut. Wir haben ein Maximum an Soldaten, wir haben eine starke Flotte. Alles super. Prestige 50 schaffen wir nicht, obwohl, dann ist 24. Was baut ihr ab, wie man sieht, ne? Automatisch. England ist weit weg. Aquileia als Vasall wird schwierig, weil die sind verbündet mit Österreich. Und da haben wir keine Chance. Deshalb hier auch keine Mission ausgewählt. So, wir geben ein bisschen Gas. Denn wir können nichts machen. Ein bisschen Kohle verdienen. Machen wir schon. Kriegssteuer. Hervorragend. Militär bleibt in Bereitschaft, weil ne, jederzeit kann Österreich kommen. Plus andere. Klar, das kriegen wir dann verloren. Und der Rest vermutlich auch. Man kann ja nie wissen. Kann uns Böhmen leiden. Auf jeden Fall läuft das hier. Heute wieder eine ganz normale Folge. Brandenburg ist Kaiser. Ja, Böhmen scheinen zu schwächeln hier. Böhmen ist kollabiert. Mhm. In Brandenburg, ja. Schön weit weg. Komisch, dass es nicht Österreich geworden ist. So, wir könnten jetzt Ferrara angreifen. Die sind aber schon im Krieg und kriegen eins auf die Mütze. Das ist auch bitter. Dann lieber Kohle weg. Obwohl. Stabilität gibt's auch umsonst. Mit ein bisschen Glück. Prestige plus 15, gut. Aha. Mailand hast du uns nicht mehr. Hört, hört. Dürfen wir angreifen, dann haben wir hier ein Problem.
und kein Freund. Sehr gut. Also das läuft wenigstens. Toskana als Bündnispartner? Nein. Wo ist Sizilien? Ist auch hier. Puh. Mailand als Bündnispartner? Macht wenig Sinn. Tja, plus 3. Nein, wir machen nichts. Wir wurden gewonnen für Österreich, ne? Wenn wir Krieg anfangen, sind wir fällig. Dann sind wir fällig. Deshalb müssen wir warten, bis wir angegriffen werden. So sieht's aus. Na, wir könnten eine Armee, ein Regiment bauen, brauchen wir nicht. Wir haben schon 12. Wir könnten noch 2 Schiffe bauen. Das könnten wir machen. So. Wir haben hier 14 Galeeren und 4 Transportschiffe. Wir machen noch eine Galeere und eine Pinasse. Zack. Eine Pinasse und eine Galeere. Geld ist genügend da. Tja, was geht? Wir könnten so gut mit Ungarn zusammenkommen. Aus irgendeinem Grund mag uns Ungarn nicht leiden. Tja. Nochmal einen hinterher schicken. Sizilien. Ich glaube, Sizilien ist ein wichtiger Partner. Mit dem teilen wir uns, ne, den Raum, den wir haben wollen. Gut, Ungarn muss zurückkommen. Auch recht. Oh, jetzt haben wir einen Krieg. So. Problem ist, die sind nicht alleine. Sondern. Ich gebe mir noch 9. Nicht wahr? Österreich greift uns an. Polen. Kneift. So weit, so gut. Kommen wir hier durch? Bestimmt nicht. Verdammte Scheiße. So, egal, muss laufen. Immerhin Bayern, Aragon und Sizilien stehen uns bei. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben die Schlacht gewonnen. Toskana? Ja. Oh, Toskana und Tegenstadt sind dabei. Puh, dann sind die 4 ja fällig, ne? Ist ja klar. Natürlich übel. Und hier ist Österreich zu stark, wenn wir gegen Aquileia angehen. Natürlich bitter. Bittere Wahrheit.
Krieg brauchen wir eine 8er Armee. Mit 4 sind jetzt ein bisschen weg. Vernichtet. Mit 4 kommen wir längst gegen an. Mist. Mistblöder. Ja. Was sollen wir tun? So. Die sind fertig. Mit 8 gegen 9 kommen wir nicht an. Wir sind zum Zuschauen verdammt. Obwohl, wenn Toskana drin ist, sind Führer gegen uns. Natürlich gegen uns. Die wollen jetzt Istvin holen. Verstehe. Puh. Wäre nett, wenn uns Aragorn helfen könnte. Verdammt. Ich will den Schüler verlieren. Bayern muss sich rumschlagen gegen 30 Österreicher. Ja, wir haben ja nichts, gibt es ja keine Chance. Das wird ein mieser, kleiner, trauriger Krieg. Das wird ein mieser, kleiner, trauriger Krieg. Mr. Russ? Nein. Wir halbieren und sagen so, geh. Beim Flüchten schon, das ist klar. Ist ja klar. Wo bleibt Aragorn? Hier, da kommen sie. Mit 9. Hm. So, wir gehen jetzt erstmal rüber. Und helfen Sizilien. Haben wir eigentlich überhaupt einen Anführer? Ja, so. Erstmal Sizilien. Was haben wir hier? Eine Pinasse. Natürlich schicken wir die auf Kohle machen Tour. Diplomaten. Alle bereit, sehr schön. Nutzlos. So, jetzt sind die Aragoner da und werden von den Österreichern kalt gemacht. Und Bayern erholt sich bei uns, ist auch nett. Bayern erholt sich in Venedig. I love it. Klar, Sizilien krallt sich jetzt in Kirchenstaat. Einwandfrei. Kann ich hier helfen? Nein. Jawohl. Wir könnten jetzt Helden sein, ne? Eigentlich. Aber, nee. Helden sein. Helden sterben früh. Jawohl. Wir machen Plus. Boah, so viele Truppen.
gegen Österreich? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus. Über Land kommen die. Ups. Über Land kommen die? Nee, ne? Versuchen es zumindest. Ist ja nett. Wir greifen jetzt hier den Kirchenstaat an, der gerade die Bayern kalt macht. Was eigentlich traurig genug ist. Wir kommen rechtzeitig, das finde ich gut. Wir können also noch die retten. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also militärisch sind die stärker als wir. Puh. Ist natürlich traurig. Oh, jetzt kommen die Österreicher. Immerhin, die Schlacht haben wir gewonnen. Gegen Österreich ist kein Kreibrot gewachsen. Guck dir mal das an. Guck dir mal das an. So, und hier bauen wir noch vier. Regiment. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Wir werden die Beschädigten drüber tun. Rübertun ist der Fachausdruck. Die kommen hier rein. Hierher. So. Zack. Zack. Läuft. Schlecht. Militärische Macht brauchen wir, glaube ich, eher zur Zeit. Gut. Zurück. Kurzer Blick. Ich habe was getan. Christisches 50. Könnten wir nicht. Auch nicht. Nee. Wir werden den Krieg nicht gewinnen. Halt auch kein Prestige. Leider. So, kommen die weiteren Soldaten? Wäre ja toll. Ja, die Österreicher machen hier alles platt. Alles. Nicht schön. Schon Oktober.
schicken ein Regiment. Das ist ja traurig. Erbärmlich. Da drüben. Ja, Bündnispartner Aragon hat sie bisher noch nicht ausgezahlt. Obwohl, hier haben sie 12, ja. Besser wie nix. Schon wieder was? Ich will Friede mit Österreich. Das ist unbezahlbar wichtig. Wir geben nicht freiwillig Istrien her. Das ist auch natürlich klar. So, wenn wir es geschafft haben, Romania, was dann? Was dann? Dann Modena. Ja, die armen Österreicher. Die armen Bayern. Puh, 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 November. Komm, komm, komm. Steht immerhin. Wir sind im Plus. Andere Krieg. Sowieso. Oje, oje, oje. Die Bayern flüchten, wo sie nur können. So. Mach hin. Du Held. So. Genau. Die Kirchenstadt ist von uns besetzt. Moment mal. Geht das nicht, weil... Manche Macht haben wir doch. Warum geht es nicht? Warum geht es nicht? Wollen wir vielleicht Vasall werden? Wollen wir auch nicht? So dann. Was bieten die an? Okay, ist mir zu wenig. Zack. Setzen wir erstmal Florenz. Ja, das wird nichts hier. Was soll das werden? Gegen Österreich wird das so nichts. Ja, geht. Geht ihr ermächtigten Truppen. Wir kümmern uns hier um den Kleingrost. Halbieren und den Rest verschicken. Jo. Wir machen das Hinterland platt. Das wird auch nichts. Das wird doch auch nichts. Das wird doch auch nichts. Wo wollt ihr eigentlich hin? Das ist ein Massaker. Das gibt ein Massaker. Oh je, wie bitter. Gut, immerhin. Verteidigen die.
So, ganz verschwitzt den Wechsel des Jahres und der Folge. Die Folge ist zu Ende. Ich finde es spannend. Läuft überraschend ausgeglichen noch. Aber wie wir sehen, Schneeschossen schlecht. Trotzdem machen wir weiter natürlich. Daumen unten zum Sieg. Und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Bye bye, euer Nebulon.